Hallo und willkommen zu Identity 5. Mein Name ist Felix und ich spiele den Abgrund. Ja, mal schauen, wie wir uns schlagen werden. Ich schicke dort direkt einen Raben hin. Währenddessen gehe ich nach da. Ja, Tinnitus ist an. Ich gehe mal in meinen Star-Modus. Dort hinten. Sehe ich direkt Kollegen. Wir haben eine Mechanikerin drinne. Ich jage hier ausgerechnet den Maler. Okay. Und wir haben einen neuen Charakter, den ich noch gar nicht kenne. Das Little Girl. Ich glaube, das gab es mal als NPC. Ja, brauche ich nicht weiter jagen. Wenn ich raten müsste, der hier vielleicht. Aber Maler zu jagen ist jetzt halt auch... Ich kann mich halt auch noch nicht teleportieren. Aber dort hinten, ich weiß gar nicht, wer das ist. Also das Little Girl war zumindest mal in dieser Story-Reihe mit dabei. Ich kenne die aber noch nicht. Die hat über sich den Raben, das ist sehr nett. Schade. Aber ist immerhin die Mechanikerin, die ich hier direkt finde. Okay. Na, wo lang läufst du? Die ist da sogar, oder? Okay, okay, okay. Fast. Kaputt. Da hinten. Was? Wieso habe ich sie gerade nicht... Ich habe sie aber markiert, ne? Ja. Okay, würde ich nicht an einem festhängen, wäre das auch ein Träumchen? Ah. Okay. Währenddessen ziehen die anderen die Seife durch. Okay, dort hinten läuft sie. Einmal. Ich habe jetzt noch den Blink bereit, das heißt, ich könnte sie jetzt relativ schnell erwischen, sage ich mal. Was? Okay, ich habe sie noch geterroschockt. Sie konnte mich irgendwie zurückschießen. Ist das das Little Girl? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe noch nie mit dem Little Girl oder ja, mit der in der Runde gespielt. Ich weiß nicht, was die kann. Zwei Seife haben sie. Kein... Dort hinten ist jemand. Okay. Einmal. Was? Die kam frei? Verdammt. Das ist nicht gut. Die kann mich irgendwie hier abfeuern mit irgendwas. Da werde ich zurückgestoßen. Ich weiß nicht, ob das die Mechanikerin ist oder hier Little Girl. Ich weiß es nicht. Boah, das ist aber jetzt umso finsterer, dass ich halt die Mechanikerin jetzt wieder verloren habe. Die hätte ich halt wirklich gerne erwischt. Wenn ich raten müsste... Nee, die hat keinen... Ich weiß nicht, ob die überhaupt irgendwo eine Puppe hat. Little Girl wurde befreit. Das hin wahrscheinlich von der Mechanikerin. Okay, schauen wir mal, ob wir sie erwischen. Zack, schon markiert. Habe ich dich? Das geht halt super gut mit ihm. Gerade das schnelle Markieren. Ich habe schon maximale Präsenz, weil ich vorhin geterrorschockt habe. So, wie spielen wir das jetzt hier? Dich setze ich dahin. Ich sehe jetzt die Parfümerin. Schicke dort in meinen Raben. Einmal. Der hat jetzt meinen Raben. Ja, teleportieren lohnt sich nicht. Okay. Hab ich dich? Fies es auch klingt, aber ich muss sie jetzt rausnehmen. Damit ich hier die Leute erwischen kann. So, zack. Das war auch irgendwie komisch, so ein kleines Kind dort halt, ne? Dass ich dort jetzt halt erwischt habe. Okay, ja, ich will mich dorthin teleportieren. Ha, oh, das war böse. Das war richtig gut erwischt von mir. Also, ich habe sie zum Glück gut erwischt. Aber schön, dass das so geklappt hat. Das war halt ein super krasser weiter Hüpfer. Okay, ich schicke mal dorthin den Raben. Checke hier, niemand da.
wenn ich gerade vorbei. Ich habe keine Ahnung, wo die ihre Puppe aufgestellt hat. Das ist der Maler, ja. So, Gemälde weg. Perfekt. Das hat niemanden getroffen, schade. Okay. Ich habe sie nicht markiert, deshalb. Ah. Ein Fehler nach dem nächsten hier. Okay. Hab ich dich? Jetzt beobachte ich mal zurück, Maler. Schade. Manchmal wünschte ich mir, ich wäre Lucino und könnte einfach drüber hüpfen. Das wäre so schön. Okay. Ich setze dich dahin. Dort hinten hatte ich noch die Parfümerin gesehen. Der Maler würde jetzt wahrscheinlich irgendwo hier in der Nähe sitzen und sein Bild malen. Einmal. Wenn ich jetzt die markiere, super. Super, zack. Dorthin sind die anderen beiden. Okay. Nee, die kriege ich nicht. Die ist zu weit weg. So, dich setze ich nach da. Ich denke mal, der Maler wird hier versuchen, den Seifer durchzuziehen. Du sitzt zum Nee, du bist tot. Okay, super. Da ist jetzt der Rabe dran. Ich konnte ihn nicht mehr markieren, schade. Er hat jetzt immerhin den Raben. Heißt in anderen Worten, ich komme halt super gut hinterher, ne? Auch wenn er mich dann mal kurz aufgehalten hat, habe ich dich. Ist das alles kein Problem für mich. So, ich weiß auch, wo die Falltür ist. Ich weiß nicht, wie die Parfümerin das jetzt spielen wird. So, du sitzt. Ich schick dort einen Raben hin. Dadurch weiß ich, wenn sie da ist. Niemand hier in der Nähe. Ja, ich gehe mal kurz hier hoch, ob Tinnitus hier oben an ist. Nein, so wie es aussieht, nicht. Pff, ja, keine Ahnung, Parfümerin, ne? Nee, das war er, der dort auf dem Stuhl sitzt und mir auf der Karte angezeigt wird. Also wie gesagt, ich weiß halt, dass sie nicht dort oben ist, sonst würde der Rabe sie aufdecken. Ich könnte noch das machen, dass ich dort noch einen hinfliegen lasse. Die Parfümerin geht auch nicht retten. Dort hinten ist sie auch nicht. Ja, ich glaube, das ist hier vorbei. Das wird ein Spiel auf die Luke. Puh. Es war ein echt schwerer Anfang, aber dadurch, dass wir dann auch hier Little Girl so schnell raus hatten, ging das. Okay, perfekt. Das war ein Fehler, ne? Sie ist zu meinem Vogel hingelaufen. Es war vielleicht doch kein Fehler, sondern ziemlich genial. Weil ich bin irgendwie... Habe ich gedacht, dass sie in die andere Richtung läuft. So, hallo. Und du legst. Perfekt. Na gut, dann haben wir alle bekommen. Schöne Sache. Dort ist ein Stuhl. Super. Ja, ich meine, dieses Little Girl hat halt wirklich gut für die Mechanikerin gekämpft. Zum Glück ging das nicht auf. Okay. So, die andere hat jetzt auch aufgegeben. Super. Okay. Damit haben wir alle bekommen. Mit dem Abgrund oder Orpheus oder wie er heißt. Schön. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.